Heidi Klum entsetzt ihre Fans mit Aufnahmen aus ihrem Schlafzimmer. Heidi Klum filmt sich in ihrem Bett, doch das Video sorgt für Entsetzen. Bei Instagram zeigt Heidi Klum gerne pikante Einblicke aus ihrem Alltag, sei es Nacktaufnahmen mit ihrem Tom oder Videos aus dem gemeinsamen Schlafzimmer. Nichts ist dem Topmodel zu privat, doch mit diesem Video macht sie nicht jedem Fan eine Freude. In einem aktuellen Clip ist die 47-Jährige in ihrem Bett zu sehen, so weit, so gewöhnlich. Doch was als sympathisch verschlafender Clip beginnt, endet als Gruselvideo. Zu Beginn jammert der GNTM-Star: Nein, ich will noch nicht aufstehen. Noch nicht, ich bin so müde heute. Doch dann schlägt die Stimmung plötzlich um, als sich Heidi Klum zur Kamera dreht, erscheint ein gruseliger Halloween-Filter auf ihrem Gesicht und Heidi erklärt mit verzerrter Stimme: Okay, fein, ich bin wach. Ist es schon Halloween? Wenn noch kein Halloween ist, dann mach mich nicht wach. Die Frau von Tom Kaulitz hat sich also einen kleinen Scherz mit ihren Instagram-Fans erlaubt. Allzu sehr überraschen dürfte die das aber nicht, schließlich ist Heidi Klum ein großer Halloween-Fan und hat vor 2 Wochen bereits den Heidi Haunted Month ins Leben gerufen. Bis Halloween stellt sie ihren Fans jeden Tag einen Horrorfilm-Klassiker vor. Und eigentlich veranstaltet die Deutsche auch jedes Jahr an Halloween ihre legendäre Kostümparty. Die muss 2020, wie Heidi Klum bereits via Instagram bekannt gegeben hat, aufgrund der Corona-Pandemie allerdings ausfallen.